Ein herzliches Hallo von mir an euch. Herzliche Willkommen. Okay. Bin ich. Wir spielen wieder Dead by Daylight. Gegen Hasi. Was ist da los? Kommt von hier hinten. Also müssten hier hinten die Generatoren frei sein. Oh. Sie hat schon wen. Hallo Maurice. Wie geht's? Altes Haus. Irgendjemand hat sich auch die Map gewünscht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht der Killer war. Oh, geblendet. Wahrscheinlich. Ich hoffe nur, Anna hat keine One-Shot-Beile. Sie hat jetzt aber näher als Ziel. Ja, wir spielen mal eine Runde Feng. Ich glaube, das letzte Mal haben wir Feng gesehen, als ich die Adept Challenge versuchte. Und ich glaube, mit Feng hatte ich sie auch geschafft, oder? Ah, das sind so viele Survivor mittlerweile. Ich komme da ein bisschen durcheinander. Irgendjemand ist mit bei mir. Sehen, ob Barbecue dabei ist. Hinterlass gerade keine Kratzspuren, deswegen renne ich mal hier rüber. Was ist das? Kann sagen, es ist auch so eine Campy-Campy. Wie Legion vorhin. Also Dienstag, Donnerstag. Sorry. Nehmen gerade hintereinander auf. Und ich habe quasi gerade eben die Runde gegen Legion gespielt. Sie kommt, Leute. Wow. Ja, ist nicht schlecht. Muss ich mal so sagen. Ich habe es bisher in meiner Karriere einmal geschafft, den Killer zu blenden. Also, jemanden von der Schulter zu retten, indem ich geblendet habe. Und Nea war einfach jetzt gerade schon zum zweiten Mal dabei. Beides Mal bei Klödi. Oh mein Gott, war das knapp. Ist das Barbecue? Ist sie deswegen zu näher hintergerannt? Also zwei Generatoren sind dort hinten angegangen. Der im Haus müsste bestenfalls weg. Aber ich mache den selber ungern. Ich weiß nicht, alles was indoor ist, egal ob es hier ein Haus ist oder ob es die Shack ist oder ob es eine ganze Map ist, mag das nicht. Wobei du teilweise in den Gebäuden viel bessere Optionen hast, den Killer auszuweichen, also ihn hinzuhalten, sagen wir es mal so. Sind die links von mir? Oder sind die in der Anstalt? Die arme Klödi.
Die Clodi ist aber ein guter Köder. Lockt sie jetzt schön weg. Ich mache hier gleich noch das Totem weg. Wenn Anna jetzt nicht zurückkommt. Schade. Ich hätte meine... meine 10 Sekunden ohne Kratzspuren besser nutzen müssen. Ja, es war so klar. Es war so klar, dass die dort durchwirft. Und mich trifft. Aber da ist hinten jemand am Generator. Der dürfte bestimmt bald angehen. Und hier ist auch wer dran. Und oben im Haus. Und hier ist der letzte Generator. Wir wissen, wo alle Generatoren sind. Hier ist im Haus anscheinend. Nein, mach Generator. Danke. So wie das gerade mit mir gemacht wurde in der Legion-Runde, also Donnerstag, mache ich das jetzt auch. War die nicht hier am Generator? Was hat die hier gemacht? Oder war hier ein Totem? Hier kann gar kein Generator sein, weil der ist da, wo ich hing. Also gehe ich dort gleich ran. Oder auch nicht. Oder doch? Ja. Man sieht halt hier nicht gut. Ich weiß auch nicht. Hat die Clodi vorhin geschrien, weil sie... von ihr getroffen wurde, bevor sie in den Schrank gesprungen ist? Oder hat sie geschrien, weil sie aus dem Schrank wieder rausgesprungen ist? Was bedeuten würde, der Killer hat eiserne Jungfrau? Ich will es jetzt ungern testen. Clodi wieder verletzt. Los, Feng. Feng Power, wir ziehen durch. Rucki zucki. Mit Barbecue, ne? Kein Nöt. Hilfe! 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 Oh mein Gott! Tschüss! Entschuldigung! Sie hat Gott sei Dank nicht getroffen! Ich hab mich schon wieder am Ausgang liegen sehen. Ich dachte, da ist noch jemand.
Juhu, wir haben die Archivaufgabe fertig. Und wir sind rausgekommen. Guck mal, von den Punkten her gar nicht so schlecht. Sehr gut. Gute Runde. Also, ich bin auch recht zufrieden mit mir, muss ich sagen. Das war's aber schon für heute. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, morgen wieder bei der neuen Folge Dead by Daylight. Für heute sage ich Tschüss, habt noch einen tollen Tag und bis ganz bald. Bleibt gesund. Macht's gut.